Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sword Art Online Integral Factor. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser Folge eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir alles weiter gemacht. Wir haben Liefer getroffen, wir haben den bösen Boss besiegt, um den Jadeki wieder zurückzuerobern. Kizumei hat uns gesagt, wir werden sie in der vierten Ebene wieder treffen. Und genau dahin machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich habe hier die ganzen Gegner und die ganzen Golems schon besiegt. Ihr seht, ich bin auf Level 43 gelandet. Kämpfe hier und heute wieder mit meinem Messer, das ich euch in der letzten Folge vorgestellt habe. Wieso, weshalb, warum. Schaltet nochmal in der letzten Folge ein mit dem Messer und zum Beispiel auch, was ich dafür Skills einsetze. Schaltet einfach nochmal in der letzten Folge vorbei. Da habe ich auch ein bisschen erklärt, warum es sinnlos ist, dass die gute Liefer hier in Sword Art Online Integral Factor ist, dass es total unlogisch ist. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Ich würde sagen, let's go, let's go. Der Boss der dritten Ebene. Uns wurde schon vorher gesagt, ja, pass auf, der macht Potion und ich kann, Potion, genau. Der macht Poison, genau, so heißt das englische Wort. Also Vergiftung und man sieht es auch schon hier im Trailer. Nivrilius the Rebel Treat. Ja, der übersetzt Nivrilius der böse Baum. Wenn man die deutsche Übersetzung nimmt, klingt der Typ ziemlich unspektakulär. Aber okay. Hajime Yoka. Ja, Paralyseresistenz, defensive Resistenz und stärkere Resistenz habe ich. Das habe ich jetzt hier vergessen, aber okay. Ja, und ich kann euch sagen, der Boss ist ziemlich schwer. Hier, ich muss auch immer Antidotes einsetzen. Ich hoffe, dass ich beim vierten Ebenen-Boss, dass ich dann schon auf meinem Handy spielen kann. Dann kann ich euch auch schon mal verraten, dass dann auch ein bisschen mehr Skill dabei ist im Spiel. Aber das ist jetzt erstmal nur Zukunftsmusik. Wir müssen uns konzentrieren hier auf den Boss, der auch blöderweise leider ein paar Gegner hinzufügen lässt. Problem ist, dass der eine Aggro auf mich hat. Leider leckt es auch ein bisschen. Ich habe es euch ja ein bisschen erklärt, wieso. Ja, der Boss ist auch ziemlich schwer und man muss sich ja auch konstant hier gegen den Boss gegenheilen. Er hat auch ziemlich bösartige Attacken drauf. Ich habe mich hier versucht, immer ein bisschen zu boosten hier. Attack up. Aber ja, es ist halt nicht so einfach, ne? Wenn der Gegner einen immer wieder angreift und eine Aggro auf einen hat. Es ist ein bisschen nervig, wenn die Gegner immer hier so Gegner zu spawnen können. Ihr seht, der Damage, der den anrichtet, ist schon ziemlich heftig und wir haben gerade mal erst die Hälfte. Ihr seht auch, dass ich konstant vergiftet werde. Ich habe zwar Antidotes, ja, aber so viel helfen die denn auch nicht. Ich habe mich aber versucht, ein bisschen gegenzuheilen und versucht, Kirito so ein bisschen den Rest zu lassen. Ich meine, wir kämpfen ja auch hier nicht alleine. Darf man auch nicht vergessen. Hier, Asuna ist ja auch noch dabei. Kibao und die anderen sind ja auch noch dabei. Also, wir kämpfen ja nicht alleine. Von daher, ja. Ja, ich habe versucht, jetzt erstmal hier die kleinen Gegner anzugreifen. Ich muss sagen, hier noch mit Commentary und Lag, das wäre ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich Sword Art Online Integral Factor so aufnehme. Aber falls ihr sagt, hey Neve, Louis, mach das mal ein bisschen anders. Wir wollen, dass du das so und so machst. Dann natürlich gerne her. Und das ist das allererste Mal, dass ich in diesem Spiel im Hauptgame sterbe, liebe Freunde. Ich glaube, Part 33 oder so ist das. Und ich sterbe zum ersten Mal in diesem Spiel. Ich bin stolz auf mich. Ich bin ja leider nicht so der stärkste Gamer, von daher muss ich tatsächlich sagen, dass ich durchaus stolz bin, dass ich erst in Part 33 zum allerersten Mal in diesem Game sterbe. Von daher, ich bin stolz auf mich. Auch wenn ihr das wahrscheinlich nicht seid, aber ich persönlich bin durchaus stolz auf mich, dass ich erst in Part 33 zum ersten Mal sterbe. Ich bin mir sicher, es gibt einige Abonnenten unter euch, die sind mit Sicherheit noch nie in diesem Spiel gestorben. Aber, well, okay. Das ist ein anderes Thema. Er macht auch ziemlich guten Damage. Hier ist es zum Beispiel das Problem, dass man sich manchmal in diesem Spiel verklickt. Aber ihr seht schon, so viele HP hat er nicht mehr.
Hier würde mir zum Beispiel bei meinem Messer noch einen zweiten Skill fehlen. Einen zweiten starken Skill. Aber ich dachte mir jetzt, ach komm, mach jetzt mit dem Messer weiter. Ich hatte jetzt auch überlegt, noch auf den Speer zu wechseln, weil das ist ja sozusagen unsere stärkste Waffe. Da haben wir die besten Skills drauf, aber ich dachte mir jetzt, ach komm, hau drauf. Ja, ich weiß, man müsste ein bisschen besser ausweichen, aber naja. Hier habe ich noch versucht, so ein bisschen Supporthilfe zu machen und ja, habe gedacht, oh, jetzt wird es doch ein bisschen gefährlich. Ich finde es ein bisschen nervig in diesem Spiel, dass denn nur, dass man denn keine gelbe Leiste hat oder so. Wenn man im gefährlichen Bereich ist. Aber keine Sorge. Gleich ist der Gegner besiegt. Kirito und die anderen machen das da schon ziemlich stark. Und da seht ihr es. Jetzt ist er tot. Keine Ahnung, wer den Last Hit Bonus bekommen hat, aber ich war es auf jeden Fall nicht. Congratulations. Ja, wir haben guten Schaden mitgemacht, aber mit Ruhm bekleckert. Nein, definitiv nicht. Ja, damit haben wir es geschafft, liebe Freunde. Es wurde hier schon gesagt, dass der, ob der ein bisschen anders war. Und er sagte, ja, man hat ein bisschen mehr Antidotes damals gebraucht. Aber okay, lassen wir das mal in Ruhe. Hier ist es sogar tatsächlich mal was ganz Besonderes, Mann. Und zwar werdet ihr gleich sehen. Kibau lobt Kirito. Er beschimpft ihn jetzt plötzlich nicht mehr als Beater oder sowas. Yeah, you just call me Kirito, you know. Kirito bekommt tatsächlich mal ein bisschen Lob von Kibau. Also die erste Annäherung von Kibau auf Kirito hinzu. Also ist schon was Besonderes, dieser Kampf. Aber okay. Ja, das war's aber noch nicht. Ich hatte mir überlegt, dass wir das, was wir noch im Livestream ein bisschen gemacht haben, nochmal ein bisschen nochmal machen. Und zwar diese ganzen Geschenke abgreifen von den Charakteren. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier tatsächlich die dritte Ebene geschafft und sind jetzt in Ebene 4. Ihr könnt mir natürlich mal gerne schreiben, in welcher Ebene seid ihr denn? Seid ihr auch in Ebene 4? Seid ihr vielleicht sogar weiter unten als ich? Oder seid ihr sogar auf einer noch höheren Ebene? Ich würde mich mal gerne, es würde mich mal echt interessieren, auf welcher Ebene ihr so euch rumtreibt. Schreibt mal, falls ihr dieses Video hier sehen solltet, einfach mal in den Kommentaren, auf welcher Ebene seid ihr momentan? Ich bin jetzt auf Ebene 4 und bin stolz auf mich. Ich bin ja auch mal richtig gespannt, wie die Story so ausgehen wird hier in Sword Art Online Integral Factor, was sie für Plots noch nehmen wird. Weil ich glaube nicht, dass die Story genauso laufen wird wie in normalen Sword Art Online. Ich bin auch mal ganz gespannt, wann treffen wir auf Heathcliff. Der müsste doch langsam auch mal bald seine großen Rollen bekommen in den Bosskämpfen. Weil, naja, die Blutschwingritter müssten sich doch mal bald mal bilden, oder nicht? Und was wird dann aus Asuna? Wird sie Kirito verlassen? Und uns alleine lassen? Wird Kirito denn alleine wandern? Was wird passieren? All das wird so die große Fragestellung sein. Wann wird Heathcliff auftauchen? Wie wird er ins Spiel integriert? Und wie wird es sein, wenn er auf Asuna trifft? Das sind alles große, große Fragen. Weil Fakt ist, durch unsere Anwesenheit haben wir ja die Geschichte maßgeblich verändert. Und vor allen Dingen, was passiert mit Dingenskirchen? Diavel, genau, Diavel. Was passiert mit Diavel? Wird er irgendwann vielleicht zu den Laughing Coffin übergehen? Werden wir vielleicht irgendwann auf Laughing Coffin treffen? Weil die gibt es ja momentan noch nicht. Werden wir irgendwann auf Laughing Coffin treffen? Werden wir irgendwann auf Laughing Coffin treffen? Werden wir irgendwann auf Laughing Coffin treffen? Werden die uns irgendwann angreifen?
Werden wir denn zusammen uns mit der Front anschließen, um gegen Laughing Coffin zu kämpfen, um die anderen umzubringen? Es gibt extrem viele Fragen, wo ich extrem gespannt bin, wie sie das in diesem Spiel umsetzen. Da bin ich mega mäßig gespannt. Ja, Character Quests, die werden wir dann natürlich auch in der nächsten Folge noch machen, aber nicht noch in der Folge auf jeden Fall. Wir haben die dritte Ebene geschafft. Wir haben den bösen Baum besiegt, bekommen hier unnütze Characters und ein paar Diamonds. Das soll uns jetzt aber noch nicht so großartig interessieren. Wir bekommen 50 Diamonds, wie immer, wenn wir den Boss besiegt haben, die dritte Ebene. Also ihr dürft mich natürlich nicht spoilern, falls ihr da ein bisschen was wisst, aber ihr dürft mir zumindest mal verraten, auf welcher Ebene ihr seid. Ihr könnt mir zum Beispiel auch schreiben, was sind eure großen Hoffnungen in diesem Spiel? Was glaubt ihr, wie zum Beispiel die Story vielleicht verlaufen könnte? Das wird mit Sicherheit wahnsinnig interessant. Auf jeden Fall, das möchte ich hier machen. Gifts from Kirito and Friends. Das ist so das, was ich euch zeigen möchte. Wenn es diese Quest noch bei euch geben sollte, dann solltet ihr sie noch unbedingt schnell machen. Und zwar bekommt ihr Geschenke von Kirito und seinen Freunden. Nicht nur die Freunde, die wir getroffen haben, sondern auch auf die Freunde, die wir noch im Verlauf des Spiels treffen werden. Ja, ich weiß, es leckt ein bisschen, aber das habe ich euch gesagt, dass das vielleicht in den, vielleicht spätestens ab Part 40 erledigt sein wird. Ich hoffe, dass es ab nächstes Jahr dann nicht mehr so sein wird, dass wir dann richtig abgehen können. Und dann keine Lags mehr haben, wir werden bessere Qualität haben, es wird alles besser. Zumindest in Sword Art Online Integral Factor. Zumindest ist das der Plan. Lasst euch da ein bisschen einfach überraschen. Ja, wir bekommen hier ein Präsent von Asuna. Das bekommt man übrigens nur einmal. Und dann muss man, glaube ich, 7 Tage warten. Genau, da ist 6 Days. Und Bonds ist left. Also das heißt, alle 6 bis 7 Tage bekommt man etwas von den Charakteren geschenkt. Ich weiß nicht, ob das nur ein einmaliges Event ist, weil wir haben nämlich Anniversary. Was bedeutet Anniversary für die Leute, die es nicht kennen? Anniversary heißt im Grunde genommen Jahrestag. Seit einem Jahr gibt es nämlich Sword Art Online Integral Factor. Nicht in Deutschland? Aber zumindest in Japan gibt es jetzt seit einem Jahr Sword Art Online Integral Factor. Ihr seht, wir müssen jetzt noch 6 Tage warten und erst dann bekommen wir noch ein neues Geschenk von Kirito. Ja, es ist nämlich jetzt ein Jahr vergangen, dass Sword Art Online Integral Factor draußen sind. Es gab ein großes neues Update, wo anscheinend vieles passiert ist. Keine Ahnung was, da werden wir uns noch ein bisschen überraschen lassen, wie die Storyline so weiter funktioniert. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie lange es dauert, bis Sword Art Online Integral Factor zu einem Ende kommt. Ich denke mal in nächstes Jahr oder vielleicht in 2-3 Jahren könnte Sword Art Online Integral Factor vorbei sein. Also das heißt, wir sind jetzt in der 4. Ebene und wir haben ein bisschen mehr als 30 Parts rum und ihr seht also, das wird ein langes Let's Play. Memory Defrog war jetzt schon ziemlich lang. Aber ich glaube, Mario Kart 8 Niveau wird es nicht erreichen. Das waren ja mehr als 200 Folgen. Das wird es nicht erreichen. Aber ich denke mal so, Riholu Fragment könnte es Ärger machen. Die anderen Sword Art Online Let's Play könnte es definitiv Ärger machen. Also ich denke mal, unter 100 Parts ist es unmöglich, Sword Art Online Integral Factor durchzuspielen. Das ist zumindest meine Meinung, auch wenn wir jetzt das Spiel ein bisschen schneller durchspielen und ich euch nur noch so die Highlights dieses Spiels zeige. So kommen wir halt ein bisschen schneller durch das Spiel. Aber hier krallen wir uns mal so diese ganzen Geschenke. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange das Spiel dauert. Hier hatte ich zum Beispiel so einen kleinen Freeze, der mich so ein bisschen genervt hatte. Auch das ist so ein bisschen nervig über das Programm, über das ich ja hier Sword Art Online Integral Factor spiele.
Habe ich euch schon erzählt, aber leider ist halt das Problem, dass Sword Art Online Integral Factor hier auf dem hier leider etwas laggy ist. Was mich halt schon stört, weil ich möchte halt ein flüssiges Let's Play-Erlebnis für euch haben. Fakt ist, dass Sword Art Online Integral Factor leider jetzt zum Beispiel nicht so schön aussieht. Jetzt sieht man zum Beispiel, wie heftig dieses Spiel einfach nur laggt auf dem Programm, was ich nutze. Hat er ja gerade zum Beispiel diesen Soundbug gehört. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich auch im normalen Spiel auch so ist. Aber Fakt ist, dass es hier mich schon ziemlich auf den Keks geht. Im normalen Spiel. Und ja, das ist leider nicht so geil, muss man leider sagen. Wenn so ein Spiel extrem laggt und ja, das ist natürlich für euch Abonnenten nicht so schön, das ist für mich nicht so schön. Aber hier seht ihr mal, was man so alles bekommt. Ich weiß teilweise nicht mehr, was das für Sachen sind. Hier treffen wir zum Beispiel auch auf Yuki und Shinon, auf die wir momentan noch gar nicht getroffen sind. Also ich denke mal, wir werden auf die beiden in nächster Zeit treffen. Das gleiche gilt ja zum Beispiel auch für Lisbeth. Silica haben wir auch noch nie getroffen. Engel ist uns zwar schon bekannt, aber Charakter wie Shinon, Lisbeth, Yuki, Silica, kennen wir alle noch gar nicht, sozusagen. Aber wir treffen momentan schon auf sie. Ja, hier kann man eine kleine Quest machen, die kann man auch zusammen mit einer Party machen. Diese Quest ist leider jetzt nicht so stark und so geil, aber zumindestens ist sie trotzdem interessant. Und zwar, naja, man bekommt Feuerwerk. Ich werde euch die ersten Kisten zeigen und dann werde ich diese Folge auch schon beenden. Und zwar, ja, man bekommt nämlich hier Firework, sprich Feuerwerk. Ich muss sagen, das finde ich ziemlich cool und hat mich auf eine ziemlich coole Idee gebracht. Welche Idee das ist, möchte ich aber jetzt noch nicht verraten. Da müsst ihr leider noch ein bisschen warten, was ich da für eine Idee habe. Aber trotzdem, wenn ihr zum Beispiel wenn ihr Feuerwerk braucht in Sword Art Online Integral Factor, wieso, weshalb, warum auch immer, dann könnt ihr hier es im Grunde genommen farmen. Und habt dafür 2 Minuten Zeit. Yay. Ja. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge von Sword Art Online Integral Factor. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Schreibt unbedingt mal einen Kommentar. Zum Beispiel auch, wie euch das Spiel momentan gefällt. Sagt ihr, oh, das ist ein cooles Spiel, oder sagt ihr so, das Spiel habe ich gleich deinstalliert. Ja klar, es sieht nicht so geil aus, und, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das Spiel sieht halt, soll ich es deutlich sagen? Ja, ich sag's deutlich. Scheiße aus, aber trotzdem, es ist interessant. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann losmachen uns auf zur 4. Ebene. Ich sage bis dann und ciao, euer Flui.